Willkommen beim dritten Tag des etwas anderen Adventskalenders. Ein kurzer Rückblick von gestern. Wir erfuhren von der wunderschönen Frau oder ihr Mädchen Maria, dass sie einem Engel begegnet ist, der ihr erzählt hat, dass sie ein Baby bekommen soll, den Sohn Gottes den Namen Jesus geben soll. Also Maria ist schwanger, ohne Sex zu haben. Wieso macht Gott so etwas? War das früher nicht gefährlich und hätte sie nicht gesteinigt werden können? Gerade wenn man schwanger ist ohne einen Mann? Wieso komme ich jetzt darauf? Das Mädchen Maria war bereits verlobt. Das bedeutet einem Mann versprochen. Und wenn man rein ist vor Gott, geht man ohne Sex zu haben in die Ehe. So wurde man früher erzogen. In Vers 34 im Lukas-Evangelium sagt Maria selber: Wie kann es sein, weil ich ja von keinem Mann wusste? Damit sagt sie klar und deutlich: Ey, wie geht das? Ich bin doch nur eine Jungfrau. Sie bestätigte also damit, dass sie noch mit keinem Mann geschlafen hat. Jetzt ist aber Maria schwanger. Und der Verlobte weiß nicht einmal davon. Was glaubt ihr, wie es Josef erging, als Maria versuchte, es ihm zu erzählen? Oder noch besser, als er den Bauch sah? Ich meine, wenn ein Bauch wächst, den kann man nicht verstecken. Schwanger ist schon mal ziemlich groß. Also was ich damit sagen will, man kann es nicht verheimlichen, wenn ein Baby im Bauch wächst. Wie hat sich Josef dabei gefühlt? Josef, so hieß übrigens der Verlobte. In der Bibel steht in Matthäus 1, Vers 19, er hatte vor, Maria heimlich zu verlassen, weil er nicht wollte, dass sie gesteinigt wird und gedemütigt. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es nur für Maria schwer war. Ich glaube auch ziemlich für Josef, sonst hätte er solche Gedanken erst gar nicht zugelassen. Er hat ja gedacht, seine Geliebte, seine Verlobte ist fremdgegangen. Und dann soll er sie jetzt noch heiraten, wenn ein anderer Mann sie berührt hat? So eine Demütigung für ihn, für die Familie und vor dem ganzen Volk, vor dem ganzen Ort, wo er gelebt hat. Was würden die Leute sagen? Maria hat aber dem Engel, als sie davon erfuhr, zugestimmt. Das heißt, sie hat Ja gesagt zu dem, was der Engel ihr gesagt hat. Im Lukas-Evangelium 1, Vers 28 steht drin, es geschah nach seinem Wort. Also das, wo der Engel zu Maria gesagt hat. Sie möchte gerne die Magd von Gott sein. So auf die Art, ich bin Gottes Dienerin und egal was passiert, ich mach das. Sie hat dem Engel Glauben geschenkt. Sie stellt sich und Gott sozusagen zur Verfügung. Ob sie wusste, was auf sie zukommt, nachdem sie Ja zu Gott gesagt hat? Wieso macht Gott so etwas? Ist das nicht eine Demütigung? Ist das nicht eine Gefahr? Was würden die Menschen sagen? Morgen geht's weiter.